Hallo und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zurück bei Grounded und ich will euch heute kurz und knapp zeigen, wo wir die Truhe im Teich finden und den dazugehörigen Schlüssel, den moosigen Schlüssel. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen nach Möglichkeit drei Sachen. Eine Schleimpilzfackel, die besteht aus Schleimpilzstängeln und Pflanzenfasern. Dann wäre der Blasenhelm nicht schlecht, um unter Wasser einfach länger die Luft anhalten zu können. Und diese Flipflossen, um einfach schneller schwimmen zu können. Das wäre ganz nice. Ich befinde mich jetzt genau hier an der alten Eiche in der Nähe dieses umgekippten Trinkpäckchens auf dieser Seerose, auf diesem Blatt. Und quasi genau unter uns geht es Richtung Truhe. Und für alle, die noch nicht im Teichlabor waren, es ist auch der Weg zum Teichlabor. Also vielleicht gut aufpassen. Was ihr noch mitnehmen solltet, wäre auch ein Dolch. Einfach um unter Wasser, die Spinnen oder was auch immer uns erwartet, zu töten. So, tauchen wir nun unter. Ich nehme euch jetzt mal komplett mit von hier oben. Wir springen einfach runter, folgen diesen Wasserblasen, die übrigens auch, wenn wir nicht mehr genug Luft haben und wieder durchschwimmen, die dann treffen, füllen die unseren Luftvorrat wieder auf. So, wir wollen zu diesem Schlauch hier hin und folgen dem hier unten rein. So, hier haben wir so einen schönen T-Rex. Und hier hinten, wo es so schön leuchtet, geht es dann auch Richtung Teichlabor. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo genau die Truhe war. Da, hier vorne ist sie. Hier ist direkt die Truhe. Ich habe sie natürlich schon geöffnet. Und wir schwimmen aber für den Schlüssel weiter. Die Fackel ist schon verbraucht. Das ist nicht so geil. Ich hoffe, dass wir trotzdem klarkommen, da wo wir jetzt hinwollen. So, nach ganz hinten durch. So, hier sehen wir den Eingang zum Teichlabor. Da können wir auch einen kleinen Zwischenstopp machen, wenn wir keine Luft mehr haben. Ich mache es jetzt einfach mal, um es euch zu zeigen. So, da können wir dann hier ein Stück hochschwimmen. Einmal hoch. La 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 la. Hier rechts hoch. So. Wir wollen hier aber nicht rein. Hier könnt ihr das gerne selber erkunden. Das heißt, wir schwimmen zurück. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt ohne Lampe hin. So. Wir schwimmen also an diesem Eingang hier vorbei, wo dieses Licht hier ist. Und hier unter, wo dieser Strom ist, hier gehen wir rein in die Höhle. Hier erwarten uns auch ein paar Spinnen. Okay, ist jetzt ohne Lampe tatsächlich echt nicht geil. Warte mal. So, Fackeln aufgefüllt. Und jetzt rein hier in die Höhle. So, wir schwimmen immer dem Weg entlang. Wir können uns hier eigentlich nicht verlaufen, hätte ich fast gesagt. Verschwimmen, ja. Hier sind ein paar Spinnen. Die können wir natürlich easy killen mit unserem Dolch. Einfach weiter. Wir können die aber auch einfach ignorieren. So, hier rum, hier rum. Und hier müsste dann der Schlüssel liegen. Genau hier an diesem Ort. Wo dieses Rohr ist, könnt ihr eigentlich nicht verpassen. Dann einfach wieder hier oben zurück, ganz wieder zur Truhe. Da wisst ihr jetzt ja, wo die ist. So. Hier lang, da lang. Ich glaube, ihr könnt das halbwegs gut erkennen hier unten. So. Und wieder raus. Und dann können wir ganz einfach dem Weg wieder nach draußen folgen. So. Wir können auch hier die Stromschnellen benutzen quasi, um hier wieder rauszukommen. So, ich schwimme trotzdem nochmal hin. Für alle, die es nicht mehr sehen wollen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und da vorne ist sie dann. So, ein Stückchen noch. So, hier ist sie dann. Hier unten. Zwischen den beiden Säulen oder direkt hinter dieser hier. Und da könnt ihr dann einfach ran und euch rausholen, was ihr braucht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.